Hallo und herzlich willkommen bei Stefans LP und Alien Isolation Folge 23. Es geht weiter. Ja, wir haben unseren Flammenwerfer bekommen. Ihre Sicherheit liegt uns am Herzen. Bitte melden Sie jegliche und das Alien kriecht hier rum. Wo soll ich denn jetzt hin? Begeben Sie sich zum Server ab. Wohin bitte? Okay. Schleichen wir mal da in diese Richtung. Nein. Es ist nicht in der Nähe. Oh, wackelt das alles hier. Uiuiuiui. Nein. Plasmaschneider benötigt. Ach, wir sind hier. Hier ist ja offen. Das ist unser Freund. Ich weiß nicht, ich hab Schiss. Aktivieren Sie die Feuerlöschanlage. Okay. Bitte versammeln Sie sich am nächstgelegenen Brandschutzsammelpunkt. Dies ist keine Übung. Bleiben Sie ruhig. Was machen Sie hier? Oh, blöder Roboter, du. So, du bist schon mal Mocke. Runter. Schalter. Medikit. Boah, hab ich mich erschrocken. Dann ist auch noch so ein Robby. Wo bin ich denn jetzt? Wo bin ich denn hier? Ich stehe da vor der Tür. Ich muss aber in diese Richtung. Ist hier irgendwas, was ich nutzen kann? Nicht wirklich. Na super. Oh, ups, was ist das denn hier? Ein Sensor. Schauen wir doch mal da hinten rum. Hahaha. Hahaha. Ach, hier sind wir jetzt. Wait, was ist los mit dieser Station? Die fällt schon seit längerem aus.
auseinander, aber dank der Stilllegung sind auch die meisten der Systeme abgeschaltet. Hm. Hinzu kommt, dass alle zu sehr damit beschäftigt sind zu überleben, als dass sie irgendwas instand halten könnten. Und voilà, Chaos. Ich bin schreckhaft, Kinders. Seid ihr lieb oder böse? Das ist das Alien. Wir hätten das da drüben nicht machen sollen. Ist da drüben gerade was explodiert? Das ist das geringste ihrer Probleme. Die Kreatur ist in der Nähe. Ah, ihr habt's gehört. Nette Menschen. Hauen wir ab. Revolver-Munition. Wieso haut ihr jetzt ab? Wo muss ich denn jetzt hin? Da ist auf jeden Fall noch irgendwas, was aktiv ist. Hör mir genau zu. Zum Server hab. Das heißt, wir müssen sofort hier die Arbeit verlassen. Claire einsammeln, die Katze abholen und nach Hause gehen. Wir müssen einen sicheren Ort finden, bis Siegsen ein Schiff sendet. Ich habe diesen Typen gesehen. Ich kann mich nicht an seinen Namen erinnern. Der mit der Baseballmütze. Riecht komisch. Er hatte etwas in seinem Mantel versteckt. Sah aus wie eine Waffe. Er hat direkt durch mich hindurch gesehen. Sprich mit niemandem. Niemand darf wissen, wo du hingehst. Ich werde, sobald ich kann, zu dir kommen. Speicherpunkt wäre jetzt nicht verkehrt, Kinders. Ich hab Schiss. Oh Mann. Wait, die Kreatur. Wie sollen wir sie einsperren? Ha? Der Turm wurde dazu entworfen, hochwertige aus dem Gasriesen gewonnene Verbindungen zu verarbeiten. Vorkehrungen zum Schutz vor Piraterie bestehen weiter. Der Turm kann abgesperrt werden. Lüftungsschächte, Türen, alles. Sie bauen quasi einen Käfig um die Kreatur und Ricardo verriegelt ihn. Und wenn das nicht klappt, was dann? Server-Perzeption. Soll ich da jetzt hin? Strom wiederherstellen. Nein! Bist hier nicht in der Nähe. So kriege ich echt. Nein. Der Eingang ist direkt vor Ihnen. Nutzen Sie das Terminal im Rezeptionsbereich, um die Tür zu öffnen. Ich will aber erst was essen. Pommes, Hotdog, ein Hausburger. Mega, wir speichern. Kein Bock jetzt drauf zu gehen. Oh Mann. Hier noch irgendwas, was wichtig ist? Auf Terminal zugreifen. Gucken wir mal, was wir hier haben. Okay. Sinnlose Anfragen. Den Leuten hier wurde schon gesagt, dass der Wasserpolreif für die Schrotthalde ist, oder? Ich habe gerade eine Nachricht von Allison in der Siegsen Buchhaltung erhalten. Kann der Händetrockner in der Toilette repariert werden? Kann mal gar nichts. Das nächste Mal, wenn so eine überflüssige Anfrage reinkommt, wird die sofort zurückgeschickt. Wir sind dabei, die Station auseinanderzunehmen, nicht sie zusammenzuflicken. Okay. Serviceanfrage, Hardwareprobleme. Titel, keine Nachricht empfangen. Details, ich erwarte eine Bestellung von außerhalb der Station, die bereits eingetroffen sein sollte. Normalerweise erhalte ich mehrere pro Woche, aber diesmal sind es gar keine. Kann jemand meine Kommunikationseinheit überprüfen? Ich kann mir keine Einnahmeverluste leisten. 9.11.37, Nutzer Martin Patterson. Ingenieur ausgesandt. Rüstung. Ausrüstung scheinbar funktionsfähig. Siegsen kommt Bescheid geben. Prüfen, ob eventuell etwas durch Apollos Netz gegangen ist. Okay. Oh. Sevastopol. Ein Verpassen des Fortschritts? 4.
Sevastopol, ein Vorposten des Fortschritts von Juliet Jones. Nein, eine ungewisse Zukunft. Siegse versucht, seine Verluste zu minimieren und hat Sevastopol aufgebracht. Ein weiteres Zeichen für die Ausgabenkürzung im gesamten Sektor. An manchen Tagen hat man das Gefühl, als würde allein der Firmenstolz die Station im Orbit um KG-348 halten. Wenn man heute auf der Station lebt, wird einem schnell klar, dass Siegsen mit den eigenen Investitionen und denen der Banken wie Geofund Investor wild spekuliert hat. Für den undurchdachten Aufbruch der Kolonialisierung des Weltraums, es geht schon nicht mehr los. Die Anmaßung und Überexpansion mussten unsere zweitrangigen Unternehmen einen hohen Preis zahlen. Wayland Yutani übersteht diese Umwälzung dank seiner enormen finanziellen und technologischen Stärke. Seine Gegner fallen dagegen zurück, doch selbst die Firma hört Sturmglocken beim Anblick dieser verfallenen Orbitalausposten. Wayland Yutanis anhaltende Investitionen in Terraforming-Technologien erscheinen mehr und mehr als gerissener Schachzug, während in weiter Ferne immer mehr Lichter ausgehen. Jo, okay. Ohne Türkontrolle. Ricardo schließt die Abriegelung ab. Sie müssen alle Sicherheitstüren und das Treppenhaus schließen. Mhm. Dann den Vorratsspeicher, Wartungszugang und die Server-Hub-Rezeption. Okay. Erstatten Sie unterwegs Bericht. Wird gemacht. Sperren Sie das Treppenhaus ab. Ich will aber nicht mit dem Viech eingesperrt werden. Unser Schatzel. Apollo und der Hemi-Android. Zusammenarbeit für eine sicherere und besser eingegliederte Sevastopol-Station. Oh. Zu lachen bedeutet. Hm? Ja. Wo muss ich hin? Boah, was? Sperren Sie das Treppenhaus ab, regeln Sie den Korridor des Wartungszugangs ab, verriegeln Sie den Korridor des Vorratsspeichers ab. Unterer Stock, okay. Was kann ich heute für Sie tun? Oh. Du bist ein netter, okay. Nach unten? Wir gehen nach unten. Oh. Du bist definitiv ein wenig, dort. Nein. Ich versuche hier gerade nicht zu sehr Lärm zu machen. So, einsatzbereit ist gut. Okay. Was? In der Mitte. Kann ich nicht einsammeln. Okay. Schatzi. Strom wiederherstellen. Ach, schreckt er mich hier. Okay, ich muss da rein, offensichtlich. Zusammenarbeit für Sicherheitsgitter.
an die Gruppe im Lager. Wir können, lest es euch bitte selber durch. Ich habe irgendwie das Gefühl, dass das blöde Viech jetzt jeden Augenblick hier hinkommt. Ich müsste einfach mal auf Pause machen. Ich habe hier echt das Gefühl, dass ich verfolgt werde, bis zum geht nicht mehr. Abrippen einleiten. Okay. Piep. Wartungszugang verschlossen. Verständlich, Triple. Und jetzt? Soll ich wieder da runter? Ja, komm her! Es hat geklappt! Wo muss ich denn jetzt hin hier? Ich muss da hoch, ne? Das ist der Tech-Server, von da komme ich gerade. Ich muss da hoch. Oh Gott, Oh Mann. Was sind sie? Gefahreneindämmung, Verstoß erzeichnet. Warum denn immer noch Strom? Ich glaube, ich habe es nicht erfüllt. Was auch immer hier steht, Kinders. Aber ihr lest es euch bitte selber durch. Nee, komm. So schnell nicht, mein Freund. Schwer. Vorratsspeicher verschlossen. Okay. Und jetzt? Da komme ich nicht mehr weiter, gut. Boah. Speicherpunkt wäre jetzt echt goldig, Kinders. Ja, nein!
von Anfang bis Ende. Komm schon. Mann, mach ich ihn leer. Wait, können Sie mich mit Ripley verbinden? Sie sind bereits verbunden. Ripley, es gibt einen Umgehungsbefehl, mit dem Sie die Notfallabrechnung erhalten können. Er ist im Terminal hinter der Rezeption. Schön. Da eventuell? Kinders? Für diese Folge war es das schon wieder. Spannend geht's weiter in der nächsten Folge. Gebt mir einen Daumen hoch, ein Abo und schöne nette Kommentare. Wir sehen uns in der nächsten Folge, wenn es wieder heißt Alien Isolation und Stefans LP. Bye bye.